Ja, es kann, je nachdem, auf was man den Fokus setzt, glaube ich, erstmal einfach sein, wenn man einen Schritt nach dem anderen geht, kann aber auch sehr schnell sehr viel werden. Und deswegen haben wir das heutige Thema aufgegriffen, wie man mit Leichtigkeit das Thema Online-Marketing in den Alltag einbringen kann, um dann auch die passenden Kunden zu finden. Und dazu haben wir eine ganz tolle Gastexpertin eingeladen. Katja Staudt. Sie wird uns einige Tipps und Methoden mitbringen, wie wir uns vielleicht das Thema Online-Marketing von einem anderen Blickwinkel anschauen können und wir das Ganze mit etwas mehr Leichtigkeit angehen können. Ich bin sehr happy, dass du Zeit für uns gefunden hast, Katja, und bin sehr gespannt, was du uns mitgebracht hast. Sehr schön. Vielen lieben Dank für die Überleitung, Lina. Und ja, auch nochmal herzlich willkommen von meiner Seite aus. Ich sehe tatsächlich auch einige bekannte Gesichter. Ich war nämlich auch schon mal da und freue mich, heute an ein Thema anzuknüpfen, genau, was ich damals schon gehalten habe. Da ging es nämlich tatsächlich, damals ging es um Positionierung und auch da habe ich schon über das Thema Online-Marketing-Routine gesprochen. Und es ist auch ein Teilthema beziehungsweise ein Lieblingsthema von mir, weil es so ein bisschen die Basis ist. Lina hat es gerade eben schon gesagt und vielen Dank auch, dass ihr hier so fleißig mal euren aktuellen Status reingeschrieben habt. Tatsächlich, genau, bewegt ihr euch ja so ein bisschen im Mittelfeld, was definitiv wahrscheinlich dann für euch noch ausbaufähig ist. Genau, und deshalb seid ihr ja auf jeden Fall auch hier. Ich teile mal eben meinen Bildschirm. Und genau, Lina, kannst du mir kurz sagen, ob du alles siehst? Perfekt, okay. So, genau. Lina hat es ja gerade eben schon gesagt. Es geht um das Thema, ja, Online-Marketing. Es geht um das Thema Routine. Also ein Teilthema vom Online-Marketing. Wir können ja hier in der kurzen Zeit nicht immer alles eben besprechen. Und ihr werdet von mir jetzt in der Session auch ab und an das Thema Leichtigkeit hören, Individualität. Und wir wollen eher weg von dem Thema, du musst irgendwas machen. Mir ist es ganz wichtig, dass wir hier eine individuelle Note mit reinbringen, dass jeder von euch eben auch weiß, am Ende, ja, es gibt natürlich Best Practices, es gibt natürlich Strategien. Was ich aber gerne möchte, ist, dass ihr oder du dir halt jeweils selbst eine Strategie eben auch aufbaust. Und dafür brauchen wir eben auch ein bestimmtes Wissen und eben auch die Routine, damit du eben auch in die Umsetzung kommst, beziehungsweise eben auch an Dingen dranbleibst, ne? Deswegen, also die Frage ist eigentlich ganz spannend. Warum seid ihr denn eigentlich oder sind so viele gerade im Mittelfeld, wenn es darum geht, wie easy können wir denn eigentlich gerade Online-Marketing in unseren Alltag etablieren? Und genau, ich weiß natürlich auch aus eigener Erfahrung, bin ja selbst auch Unternehmerin, wie voll der Alltag einfach auch ist. Und genau, dass man bestimmte Dinge einfach auch ein bisschen takten muss. Genau, und da gehen wir heute mal rein. So, einmal hier weiter. Ganz kurz ein paar Worte zu mir. Genau, ich bin schon seit Jahren tatsächlich im digitalen Umfeld tätig, bin Online-Marketing-Expertin, lange Zeit auch im Angestelltenverhältnis und habe mich vor 3,5 Jahren ungefähr selbstständig gemacht mit meiner Leidenschaft, dem Online-Marketing, weil genau, das ist einfach wirklich das, wofür ich auch brenne und dann eben auch Unternehmer und Unternehmerinnen dabei zu unterstützen. Ich bin Co-Founderin von meinem eigenen Unternehmen, Boost My Business, Online-Marketing-Coaching und genau, ich habe natürlich eine Mission. Ich weiß, warum ich jeden Morgen aufstehe. Ich kriege immer wieder zu hören, dass Marketing einfach super komplex ist. Genau deshalb, ne, habt ihr ja jetzt hier vielleicht auch mal eine 4 oder eine 6 oder eine 5 eben auch reingeschrieben. Und meine Mission ist es einfach, diese Komplexität einfach so ein bisschen aufzudröseln und zu sagen, okay, es ist eigentlich gar nicht kompliziert. Und dafür brauchen wir unter anderem eben auch eine schöne Routine. Und ich hatte es gerade am Anfang auch schon gesagt, sehr wohl können wir das meiner Meinung nach mit Leichtigkeit tun, ja, dass du Freude in deinem Alltag hast, dass du da eben auch mit einer guten Energie reingehen kannst. Denn ganz, ganz oft kriege ich wirklich so zu hören, so, oh, Online-Marketing, ja, ich weiß, ich muss es irgendwie machen. Und das finde ich immer super schade, weil es ja eigentlich zu deinem Wachstum dazugehört, zu deinem Businessaufbau, ja. Und deshalb, genau, ist es meine Herangehensweise eben, dass natürlich, wie gesagt, gibt es bestimmte 0815-Strategien, es gibt Best Practices, an die dürfen wir uns sicherlich an der einen oder anderen Stelle halten, klar. Aber mir ist es wichtig, dass du auf jeden Fall entscheidest,
in welche Kanäle du gehst, welche Botschaften du rausbringst, um eben wirklich in deiner Energie dann auch zu arbeiten. Denn deine Kunden merken das sehr wohl, wenn du halt mal entgegen deiner Energie arbeitest und dann genau vielleicht auch ein bisschen zu viel machst, ein bisschen hasselst, und das wird sich dann eben auch in deinem Erfolg und ja in der Zusammenarbeit mit deinen Kunden auswirken. Genau, das ganz kurz zu mir. Und unser gemeinsames Ziel ist heute, wie gesagt, wir haben ja nicht ganz so viel Zeit, aber dass wir auf jeden Fall, dass ich dir Tipps gebe für deine individuelle Online-Marketing-Routine. Und du wirst sehen, meine Sessions, die bauen sich immer aufeinander auf. Also ich habe so ein, ganz am Ende wirst du Tools von mir bekommen und auch Tipps in dem Sinne. Aber wir brauchen dafür natürlich trotzdem erstmal ein Fundament, um auch dieses wichtige Thema anzugehen, ja. Denn was heißt denn Online-Marketing eigentlich? Ja, also es heißt ja Sichtbarkeit, das heißt nach draußen zu gehen, zu kommunizieren, deine Botschaften zu kommunizieren. Und mir ist es eben auch wichtig, dass du deinen Erfolg eben zu deiner Priorität machst. Und da kann sich natürlich, oder können wir mal mit der Frage einsteigen, genau, warum sind Routinen denn einfach so wichtig? Ja, Routinen sind meiner Meinung nach der Schlüssel zum Erfolg, muss aber nicht immer heißen, dass wir da unbedingt mit harter Arbeit in dem Sinne das auch gleich verknüpfen. Denn Routinen hat ja auch viel mit Disziplin zu tun, ja, muss tatsächlich oder kann am Anfang vielleicht auch definitiv mit reinkommen. Ne? Ich möchte dich aber hier ermutigen, wirklich bestimmte Themen einfach zu priorisieren, Dinge auch mal zu hinterfragen, ganz, ganz wichtig. Und ich will dich einfach einladen, auch einen bestimmten Prozess zu gehen. Vielleicht, ne, natürlich, gerade wenn du jetzt irgendwo steckst oder ja, stecken geblieben bist und sagst so, okay, ne, warum habe ich denn jetzt gerade eben eine 4 angegeben zum Beispiel? Warum läuft denn das alles noch nicht so richtig rund, meiner Meinung nach? Ja? Da wirst du im Laufe der Session definitiv merken, okay, ja, vielleicht bringe ich gewissen Themen auch nicht so eine richtige Priorität einher. Und auch das gehört ja dazu, ne, weil auch ne, das Thema Disziplin und Routinen, wie gesagt, verknüpfen wir ganz oft so mit, oh ja, okay, es muss schon sein und ich muss mir Dinge in den Kalender reintun und reinschreiben. Das kannst du definitiv tun und das solltest du vielleicht für den Anfang auch tun, aber wie gesagt, ich lade dich sehr gerne zu dem Prozess ein, Dinge dann auch mal, wenn du diese Phase durch bist, auch mal wieder loszulassen und dich wirklich zu hinterfragen, was bringt mir eigentlich auch Freude. Genau. So, und da komme ich gerade auch schon zum allerersten ja, Tipp an dieser Stelle, dass du dir eine Basis schaffst, ja, und zwar eine Motivations- und Kommunikationsbasis für dein Online-Marketing. Und da stecken zwei wichtige Themen drin, ja. Wie gesagt, eine Motivation für dich einfach und eine Kommunikationsbasis, damit deine Kunden natürlich eben auch wissen, woran sie bei dir sind, was sie bei dir eben haben können und für welches Thema du eben auch stehst, ja, wofür sie immer am besten, woran sie denken oder an wen sie denken, wenn sie an ein bestimmtes Thema denken, ja. Und da kommen wir um ein Mindset-Thema, also auch hier ganz fundamentales Thema, einfach nicht drum herum, dass du dich einfach mal fragst und ne, dieses einfach mal fragen, das überspringen wir ja ganz oft und das ist natürlich, das hat ein bisschen was mit der Positionierung auch zu tun, ich mache es auch kurz versprochen, dass du dir dich wirklich fragst, warum tust du eigentlich, was du tust, also warum hast du dich selbstständig gemacht oder warum genau bist du vielleicht in dem Unternehmen und hast eine bestimmte Rolle inne. Und ne, egal an welchem Punkt du gerade stehst, das ist im Prinzip deine Basis. Das heißt, vielleicht, ne, dass du dich wirklich mal fragst, warum hast du gegründet? Ja, warum hast du dich selbstständig gemacht? Warum hast du dich auch gerade für das Thema entschieden? Ne, also vorhin habe ich im Chat gesehen, bestimmte Themen haben sich komplett gewandelt eben auch. Ne? Vielleicht war es früher auch ein, oder ist man selber so durch bestimmte Prozesse gegangen, vielleicht ja, war es früher auch irgendwie ein Hobby, wo man dann irgendwann gesagt hat, so hey, möchte ich gerne ein bisschen weiter ausbauen. Was auch immer es ist, schreib es gerne nochmal für dich auf im Nachgang. Du nimmst dir ja jetzt hier auch ein bisschen Zeit, die eine Stunde. Und genau, geh da gerne nochmal rein. Das ist tatsächlich ganz wichtig, um dann eben die nächsten Schritte auch zu gehen. Ja? Und was ich an dieser Stelle ganz gerne immer nochmal sage, ist wirklich der Hinweis, sind die Dinge, die du dort aufschreibst, sind die zu etwas hin? Also hast du da schon dein Warum wirklich im Auge, deine Vision im Auge? Oder ist es vielleicht von irgendetwas weg, zum Beispiel von einem Job oder von einer Situation heraus, in irgendwas anderes sozusagen? Ja.
Das kann man auch erstmal so ganz wertfrei wahrnehmen. Ich will das hier an dieser Stelle einfach nur mal sagen, dass das natürlich so, ja, das große Ganze nochmal ganz gut unterstreicht. Und vielleicht wirst du dann in einem Monat, in zwei oder auch in einem halben Jahr oder in einem Jahr nochmal draufschauen und sagen, ah, interessant, sehe ich heute vielleicht komplett anders und ich stehe heute vielleicht aus einem anderen Grund auf. Ja, und auch das ganz wertfrei einfach wahrnehmen und das einfach immer mal wieder, also dich hinterfragen und wie so eine Art Check-in einfach machen. Ja. So, dann kleine Aufgabe für heute, gerne auch mitnehmen, gerne vielleicht entweder kurz abschreiben oder auch abfotografieren. Genau. Aus diesem, warum tust du eigentlich, was du tust und was ist es eigentlich, was dich morgens aufstehen lässt und was sind deine Angebote und so weiter, entsteht ja genau dein Elevator-Pitch, dein Klarheitssatz, was auch immer, nenn es, wie du willst. Auch hier bin ich großer Fan, dass wir gerne hier mal ein Check-in machen und da definitiv einfach mal, genau, da nochmal sagen, sind wir hier schon klar genug? Kommuniziere das auch gerne immer wieder. Ja, ihr könnt mir sehr, sehr gerne im Nachgang auch euren Elevator Pitch auf LinkedIn schicken. Ich kann da gerne nochmal den einen oder anderen Satz zu sagen. Oder ne, selbst wenn ihr in Unternehmen seid, also auch was ist eure Rolle, wofür steht ihr? Das ist tatsächlich nicht trivial an dieser Stelle. Und genau. Wir brauchen es hier in dem Sinne gar nicht großartig weiter ausführen. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass man hier wirklich nochmal das Angebot aufnimmt, den Kunden aufnimmt, mit wem man zusammenarbeiten möchte. Und gerne, das finde ich, ist nochmal so ein zusätzlicher Satz am Ende, wirklich nochmal gucken, also ohne ein Bashing zu betreiben, aber nochmal gucken, wofür steht man denn eigentlich und was ist denn eigentlich das Alleinstellungsmerkmal? Ja, so, das ist das große Thema, was ich ganz am Anfang einmal setzen wollte. Dann machen wir bei den einzelnen Kanälen sehr, sehr gerne mal ja, eine Bestandsaufnahme. Ne? Wir gucken jetzt die eigene Strategie nochmal an, auch wenn einige jetzt erst in der Gründungsphase sind. Also jeder genau guckt natürlich gerade, wo er ist und jede. Aber bestimmte, entweder habt ihr euch mit bestimmten Kanälen auch schon auseinandergesetzt oder seid tatsächlich schon tief in Kanälen drin. Und hier möchte ich gerne auch mal ein paar Fragen stellen und gerne auch noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Ja, dass wir wirklich sagen, okay, wir machen mal wie so eine Art Bestandsaufnahme. Also, auch wenn du dir jetzt denkst, naja, so viele Kanäle sind es ja nicht, auch hier lohnt sich tatsächlich immer noch mal aufschreiben. Also frag dich gerne mal, wo du wirklich schon sichtbar bist, ja? Und welche Kanäle du vielleicht mal angefangen hast, aber du vielleicht auch nicht richtig fortgeführt hast, weil, aus welchen Gründen auch immer, du fühlst dich nicht wohl, du hast bisher keine Zeit gehabt. Wenn du ein größeres Team hättest, würde es alles viel einfacher sein. Gerne mal notieren. Und genau, diese Bestandsaufnahme, die ist super, super wichtig, um dir natürlich einen Überblick zu verschaffen, der einfach auch mal irgendwo steht, ja? Also du kannst ja auch ein Miro-Board nehmen oder was auch immer, ja? Und dann frag dich gerne mal bei jedem einzelnen Kanal, warum du dort eben unterwegs bist. Ja, also warum hast du dich denn zum Beispiel für LinkedIn entschieden? Warum hast du dich für Instagram entschieden? Warum hast du dich für eine eigene Website entschieden? Und ne, man kann da natürlich noch mehr Fragen dann stellen, aber du wirst definitiv eine innere Resonanz auch haben. Ja, du kannst dich dann eben auch noch mal fragen, ob der jeweilige Kanal dann eben für dich schon erfolgreich ist. Hängt natürlich immer davon ab, wie lange der schon aktiv ist, wie viel du da schon reingibst. Ja, die nächste Frage ist tatsächlich noch mal eine Game-Changer-Frage, aber ich will ganz kurz noch mal zum Thema Erfolg natürlich zurückkommen, weil Erfolg heißt ja für jeden auch ein bisschen was anderes. Ja, erfolgreich kann sein hohe Reichweite. Dann hast du vielleicht eine Reichweitenstrategie, zum Beispiel beim Thema Social Media Kanäle. Aber natürlich auch bei deiner Webseite. Ne? Auch da kannst du dir ja deine Zahlen im Webanalyse-Tool angucken und gucken, wie viele Besucher hast du denn eigentlich. Ja? Das kann natürlich eben auch sein, okay, du bist zu bestimmten Begriffen, zum Beispiel, weil du mal Podcasts aufgenommen hast, weil du Videos aufgenommen hast, weil du Blogbeiträge geschrieben hast. Du bist zu bestimmten Themen auf Positionen 1, 2, 3 oder auch Seite 1 bei Google zum Beispiel, ja. Und das heißt, du kriegst darüber schon Anfragen und generierst darüber Kunden, ja. Wie gesagt, das Thema erfolgreich oder beziehungsweise wie erfolgreich ist ein Kanal, das bestimmst du natürlich selbst. Und auch das darf sich natürlich immer noch mal ändern. Das können Zahlen sein, das können vielleicht auch Umsatzzahlen sein. Das kann aber auch erstmal sein, zum Beispiel, ich habe mich einfach gezeigt auf Social Media oder ich habe zum Beispiel auch für meine Website
Ich gehe da mit einer bestimmten Kommunikation rein, die sich auch im Laufe der Zeit einfach verändert hat, wo viele mir vielleicht vorher Feedback gegeben haben oder wo ich Strategien gehört habe. Das macht man so nicht oder so. Ja, also, und ich habe mich trotzdem getraut, ja, weil einfach, weil du spürst, dass da einfach vielleicht, ja, ein anderer Weg möglich ist, einfach auch. Ja, also da horche ich wirklich gerne in dich rein und guck auch wirklich nochmal, ich hatte das gerade so ein bisschen angeteasert schon, wie fühlen sich denn diese Kanäle einfach auch für dich an? Ja, du wirst eine Resonanz haben, vor allem nicht nur, wenn du dir mal denkst, ah ja, okay, Instagram oder okay, LinkedIn oder sonst was auch immer. Schreib es wirklich mal auf und versuch da mal auch, ja, wie so eine Art Gefühl dahinter zu schreiben, ja. Und ganz, ganz wichtig auch nochmal, unabhängig jetzt davon, wie sie sich eben auch anfühlen und wie du dann damit eventuell weitergehst und was es dann für eine Strategie eben sein könnte, kannst du dich auch nochmal fragen, ob momentan wirklich alle Kanäle für dich wichtig sind. Unsere Kunden merken es ja, ich hatte es anfangs schon gesagt, wenn wir nicht ganz da sind, wenn wir nicht ganz präsent sind und wenn wir gerade wenn wir starten oder gerade wenn wir auch alleine sind und kein großes Team haben, ja, dann sind viele Kanäle einfach auch manchmal überfordern. Ja, Kanäle dürfen aufeinander aufbauen und man darf auch eine Art Content Recycling machen, sehr, sehr gerne. Auch das darf so ein bisschen geübt sein, ja, und auch da darf man natürlich eine Routine haben. Und da darf man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch sagen, alles klar, ich habe mich da vielleicht ein bisschen übernommen am Anfang, weil ich einfach auch super viel ausprobieren wollte. Und dann spricht ja eigentlich nichts dagegen, da nochmal ein bisschen zu reduzieren und zurückzugehen und zu sagen, alles klar, der Kanal bleibt jetzt vielleicht erstmal so, wie er ist, ne? Aber ich bespiele den jetzt vielleicht erstmal nicht mehr, zum Beispiel ein LinkedIn-Profil oder genau, was auch immer es dann ist, vielleicht den YouTube-Kanal, den man angefangen hat und dann gemerkt hat, so huch, es braucht auch ein bisschen mehr Zeit. Und meine Präsenz ist vielleicht gerade nicht so da und es geht einfach eben auch in Kundenthemen oder in Kundenarbeit oder was auch immer. Ja, also da sei auch wirklich ehrlich zu dir und wirklich, wir dürfen uns erlauben, eben auch wirklich zu sagen, so bestimmte Kanäle sind jetzt gerade nicht zu mich. Ja, und ich sage das mit Absicht auch momentan und gerade, weil das kann sich natürlich in ein paar Monaten oder in einem Jahr auch nochmal ändern. Und ich sage später auch nochmal ein bisschen was zu den Check-ins, weil ne, nur durch diese Check-ins, auch wenn es gut läuft, das Business, kriegen wir ja immer wieder raus, hey, wo wollen wir denn eigentlich sichtbar sein und genau, wo soll denn im Endeffekt die Aufgaben und unsere Energie und unsere Routine dann hingehen? Genau. So, nach dieser Bestandsaufnahme, genau, finde ich immer ganz wichtig, und das hatte ich anfangs ja auch schon angesprochen, dass wir natürlich, ja, nochmal dann unsere Strategie entweder neu finden, wenn wir neu gründen, oder eben nochmal optimieren, beziehungsweise nochmal reingehen und aussortieren. Ja, das heißt, und hier steht auch wieder mit Absicht, finde deine ganz eigene Online-Marketing-Strategie. Hier geht es wirklich darum, zu gucken, erstmal ein paar Hausaufgaben zu machen, gut informierte Entscheidungen eben auch zu treffen, ja, und wirklich deine ganz eigene Strategie zu finden. Das heißt, natürlich komm hier erstmal, und hier wird es vielleicht langsam dann eben auch komplex. Das andere, das kann man vielleicht noch bewältigen, ne? Auch vielleicht ganz alleine in dem Sinne, vielleicht auch ohne Zusammenarbeit und ohne einen Partner oder einer Partnerin, aber gut informierte Entscheidungen zu treffen. Klar, vieles ist auch online am Start. Ne? Du kannst sehr, sehr viel dir auch zusammen googeln, dir in Communities zusammensuchen. Und hier meine ich aber auch gut informierte Entscheidungen zu treffen. So, was sind denn zum Beispiel aktuelle Informationen? Ja, also wenn ihr zum Beispiel auch mal googelt und in die Recherchen geht, dann schaut bitte auch auf das Datum zum Beispiel der Beiträge, der Podcasts, der Videos. Beziehungsweise versucht das für euch einfach auch ein bisschen einzuordnen, ja. Und dann ist es eben auch wirklich wichtig, hier, wie gesagt, die Sachen erstmal zu sammeln. Wir kommen gleich noch zu den Tools und wie wir das dann jetzt gleich machen. Aber tatsächlich, genau, da einfach reinzugehen und diesen Schritt auch nicht zu überspringen, ja. Weil, wie gesagt, hier wird es dann komplex und hier dürfen wir einfach auch die Sachen ein bisschen runterbrechen, ja. Das heißt, meiner Meinung nach, ich habe es gerade schon erwähnt, gerne Hausaufgaben einmal machen, egal in welcher Form, Eigenrecherche gehen, mit Partnern zusammenarbeiten, was auch immer. Find einfach für dich heraus, ja, wie du eben bestimmte Kanäle für dich nutzen kannst, ja, wie sie funktionieren. Und das ist ein Dreiklang, der ist super wichtig, wie sie einfach
funktionieren und vor allem für dich funktionieren können. Ja? Und da bedarf es einfach an der einen oder anderen Stelle eine Transferleistung. Und diese Transferleistung kannst du einfach nur machen, wenn du alle bzw. relativ viele Informationen dazu hast, die für dich wichtig sind, um eben eine bestimmte Strategie zu gehen und um einen Weg einzuschlagen. Ja? Das heißt, wie gesagt, du solltest wissen, wie sie funktionieren. Du solltest wissen, wie sie miteinander interagieren und aufeinander aufbauen können. Ja, ich hatte gerade eben schon erwähnt, natürlich können wir Content Recycling machen, aber jeder Kanal hat natürlich seinen ganz eigenen Stil und auch da dürfen wir uns einfach reinfinden. Ja, und auch da dürfen wir einfach eben auch ja, erstmal auch unseren eigenen Stil mit dem Stil des Kanals sozusagen übereinbringen. Und ja, dann eben Entscheidungen treffen. Ja, und ich hatte gerade eben schon gesagt, oft hasseln wir ja auch ganz schön. Oft haben wir uns vielleicht gerade auch am Anfang vielleicht für zu viele Kanäle entschieden. Da dürfen wir gerne noch mal ein bisschen reduzieren. Weniger ist an dieser Stelle vielleicht auch mal mehr. Und dann dürfen wir einfach wirklich auch verstehen, wie sie ineinander greifen. Ja, das heißt, wenn du zum Beispiel deine Website aufbaust, also da fangen ja tatsächlich viele mit an, was ich auch tatsächlich gar nicht so verkehrt finde, weil du dann auch ein Gefühl dafür kriegst, wie kommuniziere ich denn, ne? Das Warum, also was ist denn eigentlich meine Kommunikationsbasis in dem Sinne? Und dann kann man natürlich eben auch nochmal auf andere Kanäle bestimmte, ja, die Art und Weise der Kommunikation eben ausweiten und dann eben für Social Media nutzen und da auch gerne erstmal so, ja, erste Schritte machen, ja. Und da eben wirklich, aber auch immer wieder gucken, auch immer hier wieder weiter in die Recherche gehen, ja, oder dein E-Mail-Marketing eben ausbauen und eben wirklich auch nochmal gucken, E-Mail-Marketing oder, ja, wenn du Newsletter schreibst, wenn du E-Mails an deine potenziellen Kunden und Kundinnen schreibst, das ist so, so viel wert, da darfst du definitiv nochmal eine Runde persönlicher werden, ja, und auch das darf erstmal geübt sein und ne, auch wenn du dir dein E-Mail-Marketing zum Beispiel erstmal aufbaust, dann wirst du erstmal zu tun haben mit den ganzen Tools, dann wirst du erstmal mit bestimmten Themen konfrontiert sein und da wird man jetzt am Anfang vielleicht noch nicht so ganz locker flockig daher schreiben, ja, also genau, das einfach auch nochmal im Hinterkopf behalten. Und genau diese Aufgaben, also wie gesagt, es wird hier relativ schnell komplex und diese Aufgaben, die dürfen wir dann natürlich erstmal sammeln und wirklich auch im Hinterkopf behalten bei allem, was du liest, bei allem, was du recherchierst, auch was du heute hier hörst, mach es wirklich in deinem Weg, ja, also wirklich mach, also recherchiere und triff deine Entscheidung wirklich unabhängig von dem vielleicht, was alle anderen machen und von dem du eben glaubst, man müsste es machen. Ja, ich hatte es Anfang schon gesagt, ich bin kein großer Fan von Thema, ja, wir müssen es so machen. Es gibt definitiv Strategien, die funktionieren, aber jeder und jede ist ja anders von euch. Jeder bringt seine eigene und ihre eigene Personality mit rein, ja, ihre eigene Geschichte. Und das finde ich tatsächlich hier ganz wichtig und das spiegelt sich natürlich auch in dem dann wieder. Deswegen sprechen wir hier ganz kurz auch nochmal über die Strategie. Spiegelt sich natürlich in dem wieder, was du dann am Ende tust und wofür du dann eben deine Zeit auch aufwendest und was du priorisierst. Genau. So, und dann komme ich auch schon zu den Tools. Und ich gucke nur mal ganz kurz auf die Uhr. Yes. Genau. Die Aufgaben oder die Komplexität der Hausaufgaben und der Recherchearbeit, genau, hatte ich ja gerade schon gesagt, die ist da. Das will ich gar nicht ja auch untertreiben in dem Sinne. Aber im Prinzip sammelst du ja erstmal. Ne? Und auch wenn du jetzt anfängst oder je nachdem, an welchem Punkt du bist, wenn du auch ein neues Thema machst, wenn du vielleicht einen neuen Online-Kurs machst, wenn du ein neues Angebot schmiedest, wo sich dann unendlich viele Aufgaben wieder anknüpfen. Ja, eine neue Landingpage, vielleicht ein neues Freebie dazu, vielleicht eine neue genau Kommunikationsart, neue Kooperationspartner oder was auch immer. Ja, was auch immer es dann ist, dann solltest du die Aufgaben natürlich sammeln und nicht in einem Excel oder in einem Word-Dokument, also wenn das für dich hilfreich ist, natürlich gerne. Worauf ich hinaus will, ist wirklich, dass du schaust, welche Tools du nutzen willst. Und ja, auch wenn das jetzt super trivial klingt und jeder sich jetzt vielleicht denkt, alles klar, ich habe vielleicht auch da schon mein Tool. Tools sind ja eine Unterstützung von dem, was eigentlich schon da ist. Das heißt, sie sollen dein System stützen und unterstützen. Sie sollen dir nicht noch mehr Arbeit machen.
Ja, wenn du jetzt noch kein Tool hast, dann wirst du am Anfang erstmal ein bisschen initiale Arbeit haben. Aber es lohnt sich auf jeden Fall auch hier schon mal Gedanken in den Strukturen zu haben. Ja. Meiner Meinung nach braucht es hier tatsächlich auch gar nicht super viele Tools. Wie gesagt, wenn du mit Notizen auskommst, sehr gerne, aber ich kann mir vorstellen, dass die Liste sehr, sehr lang wird. Ja, und du natürlich dann immer wieder durchscrollen musst, was natürlich super schwierig ist. Oder drei Tools würde ich dir tatsächlich gerne mitgeben an dieser Stelle. Also wirklich Projektmanagement-Tools, auch wenn du alleine arbeitest. Ja, das ist zum Beispiel, und da gibt es noch viele, viele andere. Ich mache jetzt hier auch keine Werbung für irgendeins, nur welche, mit denen ich teilweise selber auch schon mit denen ich auch arbeite und aus den Erfahrungen ich eben auch sprechen kann. Ja, also Projektmanagement-Tools wie zum Beispiel Asana, Trello oder sonstiges. Wer davon noch nichts gehört hat, gerne einmal in die Recherche reingehen. Es gibt dort wirklich, also diese Tools sind tatsächlich wirklich die Unterstützung, um alles im Blick zu haben. Ja, du kannst dich erinnern lassen, du kannst Termine dort einlegen, du kannst, wenn du mit Partnern zusammenarbeitest, die zum Board einladen, mit denen gemeinsam dort arbeiten. Aber ganz, ganz wichtig, und deswegen sitzen wir ja auch zusammen, ist ja heute hier die Informationen und diese vielen Aufgaben, die im Online-Marketing oder dem Online-Marketing mitkommen sozusagen, dort einmal zu sammeln. Also mach dir wirklich ein Marketing-Board, ja, und mach dir auch wirklich, also Board, es gibt so Listen-Boards, so, es gibt so wirklich verschiedene Dinge, die du dort eben für dich nutzen willst. Auch hier schau einfach, dass es dir eben auch Spaß macht, ja, mit den Tools zu arbeiten. Weil ich habe auch schon ganz, ganz viel mit Tools zusammengearbeitet und unsere Kunden auch, wo wir dann am Ende mal gesagt haben, ja, aber ich gucke gar nicht gerne rein, weil es hilft mir einfach nicht. Ja, Tools sind, wie gesagt, zur Unterstützung da. Genau, wollen wir, ich sehe, hier gibt es eine Meldung. Mario, willst du kurz, deine Gedanken dazu teilen? Ja, ich würde nochmal nach euren Erfahrungen fragen, weil mit Asana habe ich ein bisschen gearbeitet. Ich arbeite jetzt lieber so mit so einer Eisenhower-Matrix, wo ich meine To-Dos reinpacke und kann es besser strukturieren und fokussieren mit dem Timer. Trello kenne ich auch, aber so Asana, ich habe, wie gesagt, nur ein bisschen mitgearbeitet. Vielleicht den Vorteil, Nachteil, falls du auch die Eisenhower-Matrix kennst. Ja, genau, kenne ich auf jeden Fall. Dann brauchst du ja tatsächlich auch nochmal wie so eine Art Backlog, ne? Weil du wirst ja täglich oder wöchentlich oder monatlich wahrscheinlich nicht alles schaffen, was du so zu tun hast. Und oder sammelst du dann quasi alles in deiner Eisenhower-Matrix? Genau, das vielleicht nochmal als Rückfrage. Ja, ich sammle jetzt erstmal die To-Dos und sortiere sie dann nach Priorität in der Matrix. Ja. So mach's und terminiere mir die natürlich bis wann. Asana habe ich wirklich nur niederschwellig in so einem Projektmanagement mal ein bisschen benutzt, aber jetzt nicht so fulltime. Aber das wurde regelmäßig halt benutzt, aber war mir so ein bisschen too much. Ja, es kann auch schnell mal komplex werden und dann wieder unübersichtlich. Und wie du dann sagst, und das ist eigentlich ein super Beispiel, danke für diese Wortmeldung hier, weil du ja dann eigentlich auch gesagt hast, genau, ich habe halt einfach nach einer Alternative dann für mich geguckt und habe dann eben auch erstmal das gefunden, was mir jetzt gerade hilft. Also baust du dir die Eisenhower-Matrix selbst, weil du jetzt gerade nochmal gesagt hast, du lässt dich dann erinnern oder machst Deadlines ran? Ich habe ein Tool auf iOS. Genau, okay. Tatsächlich, genau, ich nutze es jetzt nicht, habe es natürlich auch schon mal gehört, aber deswegen bin ich jetzt mit den Funktionen nicht so firm, aber was ich tatsächlich immer wichtig finde, ist, dass man das selber halt im Überblick hat und diese Priorisierung, die kannst du natürlich in so einer Eisenhower-Matrix super gut machen. Die kannst du natürlich auch in einem Asana- oder Trello-Board machen. Also Asana und Trello unterscheiden sich gar nicht so sehr. Dass du zum Beispiel sagst, Prio 1 ist Farbe rot, Prio 2 gelb und Prio 3 grün oder andersrum oder so. Ne? Oder du schreibst halt, und das ist eben auch wichtig, ne, dass egal, ob du jetzt Eisenhower-Matrix oder Projektmanagement-Tools nutzt, du kannst dir ja auch so ein Schema, wie du die Aufgaben benennst, machen. Ne? Du kannst ja auch immer schreiben, Prio 1, dann Prio 2, so und so. Und dann schiebst du dir das ja hin und her. Also ganz, ganz wichtig finde ich tatsächlich dann auch immer zu gucken, dass du genug Möglichkeiten hast, da auch nochmal Notizen zu hinterlegen und Informationen zur Aufgabe zu hinterlegen.
Das hast du bei Asana Trello auf jeden Fall. Wahrscheinlich auch in dem Tool der Eisenhower Matrix, dass du Notizen hinzufügen kannst und dass du natürlich nicht immer alles im Blick, also schon einmal im Blick hast, aber dass du natürlich nicht immer alles wissen musst, wann jetzt zum Beispiel welche Deadlines sind, aber das ist ja dann auch gegeben. Und ja, es ist super schwer zu sagen so, hey, welches Tool ist das Beste, weil es gibt es nicht. Ne? Jeder arbeitet da ja einfach anders und umso weniger Komplexität du reinbringst, umso besser ist es eigentlich, muss ich tatsächlich sagen. Genau, ja. Also genau, wäre nochmal eine Möglichkeit für den einen oder anderen, das auch nochmal zu testen. Genau. Dann gibt es To-Do-Listen-Tools. Tatsächlich genau, da muss auch jeder gucken. Ich habe es tatsächlich super gerne im Backlog einfach in meinem Projektmanagement-Tool und habe genau mir da so ein Workflow erarbeitet. Ne? Aber wer gerne mit To-Do-Listen eben auch arbeitet, um eben bestimmte Sachen auch nicht zu vergessen oder wer irgendwie die Zettelwirtschaft eben wirklich mal loslassen will. Manchmal ist es ja trotzdem auch ganz gut. Ne? Man kann natürlich auch in Form von Journals eben seine To-Do-Liste schreiben, auch total okay. Und wie gesagt, es ist nur ein Beispiel. Mir ist es nur wichtig, dass man hier wirklich sagt, okay, ich habe hier ein Toolset, was mich unterstützt und was mir wichtig ist. Ja, und was eben auch alles ja, beherbergt an Informationen und mir nicht noch mehr Arbeit macht. Ja, und das letzte Tool, was eigentlich, naja, so gar nicht so ein Tool ist, aber ich hoffe, wir nutzen es alle. Ansonsten, wer keinen digitalen Kalender hat, der sollte das gerne tun, beziehungsweise ja, vielleicht hat man ja auch so einen Bullet Journal Kalender, dann kann man das da natürlich auch mit rein tun, dass wir wirklich Blöcke sozusagen zum Beispiel in den Kalender eben auch packen. Und da komme ich dann gleich nochmal drauf. Und das sind wirklich eigentlich Tools, ne, die sind fast schon Standard im Projektmanagement. Und da würde man jetzt eigentlich ja sagen, so okay, bräuchte man da vielleicht eigentlich noch mehr? Meiner Meinung nach nicht. Wenn du natürlich, wenn das Team ein bisschen größer wird und so weiter, dann kommt natürlich hier gerade bei Asana und Trello Projektmanagement-Tool ein bisschen mehr Komplexität rein. Aber auch die sind alle kostenfrei. Erstmal in der Basisversion stehen die zur Verfügung und sind eigentlich total super. Ne? Genau. Und ich komme jetzt gerade nochmal dann ne, von den Tools. Also ihr habt schon gemerkt, ne, wir bauen so aufeinander auf. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht so, ja, okay, super mit den Tools. Bau dir natürlich ein System auf, ja, und mach es dir in dem Sinne leicht. Hatte ich ja jetzt gerade auch schon gesagt, weil das ist natürlich das Nonplusultra, dass du an Online-Marketing, du kannst natürlich diese Systematiken und das über all das, was wir heute sprechen, natürlich auch auf jedes andere Thema ausweiten, ja. Das heißt, starte dann sozusagen mit deiner Routine, ja. Plane sozusagen deine Woche natürlich mit Marketing-Fokusblöcken. Dafür brauchst du jetzt wieder deinen Kalender. Mach es zum Beispiel in einer Farbe, die dir gefällt, wo du sagst, so, hey, da gehe ich gerne ran. Ja? Vielleicht also teile es auch einfach ein bisschen ab. Und manchmal ist es so trivial über die Dinge, die wir manchmal und so eine Kleinigkeiten, über die wir manchmal sprechen. Und genau, mach es unterschiedlich farbig, zum Beispiel zu Kundenterminen. Ja? Und mach, also ne, ich werde auch oft gefragt, so ja, wie viel Zeit soll man denn ungefähr einsetzen fürs Marketing? Tatsächlich gerne. Und ich weiß, die Kalender sind voll. Wenn du ein bisschen vorankommen willst, wenn du Kanäle eben ja pushen willst, wenn du da ein bisschen sichtbarer willst, werden willst, dann gerne auch so 2-3 Stunden pro Woche. Gerne natürlich auch ein bisschen mehr und dann vielleicht auch nicht nur an einem Tag. Ne? Also nutzt da gerne eben auch die Zeit. Start vielleicht Montagnachmittag, nachdem du Kundentermine hattest, nachdem du vielleicht auch einen anderen Fokusblock hattest mit bestimmten Fokusblöcken und geh da auch immer wieder rein. Und gerne auch Woche für Woche und aber auch gerne dann eben nochmal Tag für Tag. Ne? Also jeder hat ja so eine andere oder eine unterschiedliche Herangehensweise eben auch für die Tagesplanung. Manche gehen da ein bisschen mehr mit dem Flow, manche planen das eben gerne schon am Abend vorher und geh da gerne auch nochmal in die Fokusblöcke dann direkt rein. Wie gesagt, das muss nicht Monate vorher sein, sondern geh da, wie gesagt, wirklich gerne mit dem Flow, dass du gerne auch mit dem Erfolgserlebnis arbeitest. Ja, was meine ich damit? Also verknüpfe es einfach mit einem Erfolgserlebnis dann auch nochmal. Ja. Wenn du jetzt dir zum Beispiel denkst, alles klar, ich mache Montag einen Blog zum Beispiel zum Thema Keyword-Recherche, das ist schon relativ allgemein. Ja. Formulier wirklich, was möchtest du in deinem Fokusblog dann eben auch erreichen? Also es ist nicht einfach nur die Keyword-Recherche.
wenn wir jetzt 1,5 Stunden Zeit haben und du zum Beispiel Texte schreiben willst, ja, einen Blogbeitrag oder ein Skript für ein Video fertig machen willst oder einen Podcast oder was auch immer, dann gehst du in die Keyword-Recherche und dann findest du ja automatisch schon ein Thema dafür, ja, für diesen Blogbeitrag. Du hast natürlich schon eine Grundidee, gehst in die Keyword-Recherche und hast dann am Ende im besten Fall schon die grobe Struktur für deinen Blogbeitrag. Oder wenn du ganz schnell bist und es dir leicht von der Hand geht, vielleicht eben auch schon deinen kompletten Blogbeitrag fertig. Ja? Und du kriegst natürlich dann auch ein Gefühl dafür, wie lange brauchst du für bestimmte Dinge. Und das kannst, also es macht wirklich einen Unterschied, wenn du das eben auch nochmal formulierst und wirklich sagst, ich möchte das am Ende raus haben, ja, und nicht nur einfach Recherche für den Blogbeitrag machen, ja. Du gehst einfach mit einem ganz anderen State of Mind dort sozusagen rein, mit einem ganz anderen Mindset und mit einem ganz anderen Drive dann eben auch. Und tatsächlich auch hier sprechen wir auch nicht so oft drüber, dass wir wirklich sagen, dass du das, was du dann eben tust, ne, deine Online-Marketing-Routine in dem Sinne, an etwas knüpfst, ja, beziehungsweise an ein anderes Thema knüpfst, um es dir so einfach wie möglich zu machen, ja, vielleicht gerade am Anfang, dass du sagst, ich setze mich immer nachmittags zum Beispiel ran und trinke dabei einen Kaffee oder starte es mit einem Kaffee. Ich journal vielleicht kurz vorher, weil es mir irgendwie gut tut, mich in dieses Marketing-Thema so reinzufinden und eben auch vielleicht mich in meine Wunschkunden reinzufinden. Ja, weil es geht ja um die Kommunikation, wie wollen wir wirken eben auch. Ja, wenn es um die Angebotsentwicklung geht, wenn es um die Kommunikation nach innen, nach außen geht, ja, so eine Sachen. Also du könntest es verbinden mit einer bestimmten Musik oder mit einem bestimmten Ort oder mit einem bestimmten Platz, ja, an dem du immer zum Beispiel deine Marketing-Sachen erarbeitest. Wie gesagt, ist nicht in Stein gemeißelt, soll auch erstmal nur die Disziplin am Anfang so ein bisschen unterstützen. Und es ist tatsächlich erwiesen, wenn wir etwas oder eine neue Gewohnheit, ein neues Habit an etwas knüpfen, dann macht es das Leben einfach ein bisschen leichter. Genau. Und an sich nochmal genau die Erinnerung, ich hoffe, es ist an der einen oder anderen Stelle auf jeden Fall rausgekommen, dass du natürlich nicht vergessen solltest, ja, wir brauchen Disziplin, ja, es fühlt sich manchmal nach harter Arbeit an, wir dürfen hier gerne den Spieß einmal umdrehen und natürlich auch mit dem Flow einfach gehen, sobald es sich eben für dich richtig anfühlt, ja. Ich fand das Beispiel hier mit der Eisenhower-Matrix eben total super. Wenn du merkst, okay, Asana ist einfach nicht dein Tool, es erschlägt dich, es ist irgendwie dir zu komplex, dann veränder es einfach. Ja? Wenn du aber irgendwie merkst, dass die Eisenhower-Matrix, weil, keine Ahnung, ne, die Übersicht oder es wird dann irgendwie doch ein bisschen unübersichtlich aufgrund der Themen, die aufkommen, aufgrund der Komplexität, dann lohnt es sich vielleicht auch nochmal reinzugehen und die andere Tools anzugucken und dann vielleicht doch nochmal zu Asana zurückzugehen. Ja? Und deswegen da nochmal, also nimm das natürlich ernst, gerade für den Anfang, ne, diese Disziplin, dass wir unseren inneren Schweinehund sozusagen überwinden, aber dass wir da natürlich eben wirklich unsere eigene Idee und unseren eigenen Flow eben auch finden, ja. Sobald sich was für dich richtig anfühlt, kannst du Veränderungen vornehmen. Aber ich bin totaler Fan von Veränderungen, aber wozu ich dich auch ermutigen will, ist, bleib an der Sache erstmal dran. Ja, also wenn du jetzt eine Woche mal Asana ausprobiert hast und dann denkst so, ist doch nicht mein Tool, schraub gerne noch mal ein bisschen rum. Ne? Und schau halt auch einfach mal, warum ist es denn irgendwie nicht dein Tool? Oder eben auch bei den Kanälen, ja. Also wenn du irgendwie merkst, du hast dir irgendwie vorgenommen, 2, 3 Instagram-Posts oder LinkedIn-Posts zu machen und hast aber immer irgendwie einen inneren Widerstand, dann schau halt einfach mal, warum das so ist. Ne? Und da kann man natürlich trotzdem erstmal eine Weile dranbleiben, aber vielleicht wirst du dann langfristig eben auch merken, nach ein paar Monaten ist doch nicht so dein Ding und dann darf man vielleicht den Kanal auch erstmal ein bisschen wieder in der Priorität nach hinten schieben. Genau. Und wir sagen an dieser Stelle wirklich nochmal, dass du dein ideales Maß, dein individuelles Maß an Planung und Vorgaben eben innerhalb dieser Fokusblöcke dir immer wieder sortierst und immer wieder rausfindest sozusagen. Genau. Nochmal, Routinen sind der Schlüssel zum Erfolg und an dieser Stelle
Wie gesagt, nimm es gerne in deinen Flow mit. Das ist mir tatsächlich ganz, ganz wichtig. Das soll auch die Message heute sein, dass Tools dich unterstützen und dass du auf jeden Fall weißt, was du tust, dass du gut informierte Entscheidungen auch triffst. Und meine Frage zum Schluss nochmal heute, die kannst du gerne jetzt mit dir rausnehmen oder kannst du auch gerne hier teilen. Also wir können, ich denke, jeder profitiert da am Ende auch davon. Was tust du denn gerade, um dein Business aufzubauen beziehungsweise zum Erfolg oder zum Wachsen zu bringen? Und welche Rolle spielt Online-Marketing für deine Sichtbarkeit und eben damit auch für deinen Erfolg? Ja, also was tust du heute? Ne? Jetzt könnte man sagen, cool, du hast dich ja jetzt hier, hast dir Zeit genommen. Das ist auf jeden Fall schon mal, das kannst du auf die Liste tun. Und dann frage ich dich, was tust du im Anschluss innerhalb der nächsten 24 Stunden, maximal 48 Stunden, um eben dein Business zum Wachsen zu bringen und dein Online-Marketing und deine Sichtbarkeit voranzubringen?